Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Partikel des Wissens anzunehmen bei Maiso in Severus Mortis an dieser Position. Wie man am blauen Ausrufezeichen erkennen kann, ist dies eine wiederholbare Quest. Nehmt sie gleich mal an. Und nun darf man sich ins Questgebiet begeben. Da muss man ein bisschen laufen, aber kann man halt nicht ändern. Mal schauen, was da zu tun ist. Man muss Kompilationsknoten bergen und Kompositionspartikel bergen. Alles klar. Dann machen wir das mal. Und wir müssen uns hier nach oben begeben. Das scheint das Questgebiet zu sein. Und anscheinend haben hier die ganzen Mobs die gesuchten Quest-Items, die wir haben wollen. Da war jetzt nichts dabei. Anscheinend keine hundertprozentige Drop-Chance. Erdbeben mal unterbrechen. Und hier war ein Quest-Item dabei. Ich schnapp mir nochmals zwei Mobs oder drei. Oh, es sind drei diesmal. Ah. Einfach mal Heldentum machen, weil ich es kann. Oh, ich bekomme durch das Erdbeben sehr viel Schaden. Ich stand ja in der Nahkampfreichweite. Das war ein Fehler, aber ich habe es überlebt. Drei Mobs, ein Quest-Item. Schwach. Also das gefällt mir jetzt nicht so. Das ist was anderes. Und wie ihr seht, bekommt man von diesen Mobs nur diese Kompositionspartikel. Jetzt ist die Frage, wie kommt man an den Kompilationsknoten? Ich glaube, ich habe da schon eine Idee, meine was erkannt zu haben. Noch ein Quest-Item. Ich nehme mal die Mobs jetzt noch mit, die hier sind. Und dann schauen wir uns das an mit dem Knoten. Weil ich schätze mal, das wird euch vermutlich am meisten interessieren, oder? Was? Wieder nix, Mann. Ich töte aber schon die wichtigen Mobs, oder? So, die hier töte ich auch, einfach weil sie stören. Ach, guck mal, diese Partikel liegen auch einfach so da. Man muss nicht unbedingt die Mobs töten. So, hier liegt so ein Partikel. Einer ist drin, okay. Und anscheinend dieser Grotius droppt dieser Knoten. Der ist an dieser Position. Ja, einfach mal attackieren und schauen, was so passiert. Er hüpft. Kann ich ausweichen? Nicht so wirklich. Ja, jetzt ist noch dieser Style geedet.
Ich übergebe mal meinen Pets die Aggro. Und dann fokussiere ich wieder den Quötius. Der hüpft mich wieder an. Eine Frechheit. Und da war das Quest-Item. Der Kompilationsknoten. Gedroppt von Quötius. Dann suche ich mal weiter. Vielleicht liegen noch irgendwo solche Kompositionspartikel rum. Die müssen irgendwo auf Steine liegen oder sowas. Aber wie es aussieht, nö. Nö. Mal auf Mountain. Und tiefer ins Questgebiet laufen. Ah, da liegt noch einer. Schaut mal. Diese Mobs hier droppen allerdings keine. Ja. Ah. Da unten liegt auch einer. Die kann man ja ganz gut auch so sammeln. Ich weiß allerdings nicht, ob ganze 10 Stück umherliegen. Der Mob kann einen droppen, dann tötet man ihn mal. Da oben sehe ich auch noch so ein Partikel. Allerdings auch haufenweise andere Mobs. Sieben von 10 habe ich nun. Immerhin droppt ein Mob von diesen 4 solch ein Partikel. Ach, und das war der Mob in der Eisfalle. Gut, dann loote ich die mal. Nichts. Und ich laufe einfach mal weg. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Außer sie würden Partikel droppen, aber tun sie nicht. Jetzt hau ab. Das ist was anderes. Da hinten ist noch so ein Partikel. Na gut, dann töte ich den. Ich kann noch nicht aufmounten. Was? Wieso? Mit was bin ich jetzt in den Kampf gekommen? Okay, aber da unten liegt noch ein Partikel. Sehr gut. Dann fehlt mir nur noch eins. Kann ich jetzt? Liegt da unten vielleicht noch eins? Tatsächlich. Da unten würde auch noch eins liegen. Muss dafür ein Mob töten, wie es aussieht. Ich ziehe mal meine Pets da weg. Nicht, dass der Mob genau auf dem Partikel liegt und ich da nicht looten kann. So. Und dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Juhu. Das ging jetzt flotter als gedacht. Gut, dann schauen wir mal, wo wir die Quest abgeben. Ich laufe einfach mal hier entlang. Ja, klar. Was mache ich jetzt? Einmal hochheilen.
Halten mich meine Pets im Kampf oder nicht? Ja gut, jetzt haben die Pets Diago. Das geht. Jetzt kann ich so die Mobs zurücksetzen. Noch jemand im Kampf? Ach, meine Pets waren voll. Hartnäckig. Könnte mir durchaus vorstellen, dass die mir bis zum Abgabe im PC folgen. Jetzt, wo ich Sprinten aktiviert habe, benehmen die mich. Witzig, wie weit die folgen. Gut, ich laufe zu Fuß zum Abgabe im PC, ist mal Schnuppe. Ah, jetzt kann ich aufmounten. Jetzt lohnt es sich noch total. Ich muss sagen, 5 Schritte weiter, es hätte sich nicht mehr gelohnt. Also auf zum Mounten. So. Quest ist abzugeben bei MySo in Service Mortis an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren und in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da des Öfteren vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.